Guten Tag, werte Gäste der Meson-Manga, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Manga-Review. Heute in der Edgy Week dreht es sich logischerweise um Edgy und mit einer der Begründer des Edgy-Genres. Der Mangaka Go Nagai ist bekannt für Devilman und so weiter und so fort. Mazinger Z heißt es, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Er hat so viel gemacht. Das alles aufzuzählen wäre einfach Wahnsinn. Aber so im Groben, dass ihr es ungefähr wisst, also Devilman ist somit sein bekanntestes und auch in Japan vor allem bekanntestes. Getter Robo ist genau Mazinger, also diese ganzen Mecha, diese alten 60er, 70er Jahre, glaube ich, Mecha-Anime und Manga vor allem auch, weil er ja ursprünglich also eher im Manga-Bereich tätig war und was heißt war, immer noch ist, ne? Und der hat so, so viel gemacht und so, so viel den Markt und das Ganze geprägt, dass man einfach sagen kann, dass er auf jeden Fall einer der wichtigsten Influencer seiner Zeit und auch eigentlich noch der heutigen Zeit ist, weil ohne ihn gäbe es diverse Mecha-Anime nicht, allein schon weil, oder Manga, weil einfach die Zeichner bzw. die Autoren große Fans seiner Werke waren und durch diese beeinflusst wurden, also so Geschichten. Und auch im Edgy-Bereich war zum Beispiel Cutie Honey das, oder ein Paradebeispiel für Edgy. Und warum? Ist im Grunde recht simpel erklärt. Zum einen, seine Manga kam gut an, das heißt, er konnte sich mal in anderen Themen verwirklichen. Der hat einfach alles mal ausprobiert und vor allem, was Go Nagai auf jeden Fall für steht, ist für gewagte Dinge. Und auch damals war alles, was er irgendwie gemacht hat, gewagt. Und er hat es durchgezogen. Auch wenn es vielleicht offiziell ein bisschen verhöhnt wurde, weil es vielleicht ein bisschen zu weit ginge für die damalige Zeit. Er hat es trotzdem gemacht. Und dafür muss man Künstler respektieren, wie ich finde, weil die damit auch manchmal ein neues Zeitalter ganz unbewusst auch anschlagen, einfach weil sie sich was trauen. Das ist so eine Geschichte, die wir heute immer weniger, meiner Meinung nach, erleben werden, weil die Leute zu sehr die Meinungsgeige auspacken und die Leute nicht einfach mal machen lassen. Weil wenn man die Leute schon quasi am künstlerischen Prozess hindert, bevor überhaupt was groß passiert, dann wird es auch keine Weiterführung von, also dann werden wir irgendwann irgendwo stehen bleiben und uns langweilen. Na gut, so extrem wird es nicht, aber die Abwechslung wird fehlen. Und irgendwie ist es doch auch interessant, mal neue Dinge zu bekommen und zu erfahren, die nicht alle durchgewaschen sind, wo auch mal was Dreckiges passiert, wo es dann auch einfach mal was Schlimmes passiert und man es trotzdem als Unterhaltungsmedium trotzdem noch wahrnehmen kann. Also, dass man einfach auch vom Kopf her sich trennt. Okay, sehr, sehr große Einleitung, aber ich wollte es einfach noch mal kurz loswerden, weil das ist etwas, was Go Nagai auch im Manga geschrieben hat am Ende, dass es sehr viele gewagte Dinge waren, die aber trotzdem durchgezogen hat. Der Manga Cutie Honey ist in zwei Bänden abgeschlossen, gibt es als komplette Omnibus-Variante, also die alte Edition, die 1973 entstanden ist, wurde von dem Verlag Seven Seas rausgebracht, der sich ja im Moment sehr, sehr im englisch-amerikanischen Bereich für Klassiker einsetzt, die sogenannten Classic Collections. Und die sind nicht nur absolut geil, weil man einfach, weil es wie so eine Zeitkapsel ist. Und zum anderen, wer sich halt wirklich mit dem Thema Manga auseinandersetzt, also auch mit der Geschichte, der kommt an Go Nagai erstens mal nicht vorbei. Auch beim Anime-Bereich kommt man nicht an Go Nagai vorbei. Und zum anderen ist es einfach interessant zu sehen, wie das damals so funktioniert hat. Wie damals Manga aufgebaut wurden und auch wie sie gezeichnet wurden. Das ist halt ein richtiger, ja, Throwback, kann man sagen, in die alte Zeit, die man nicht aktiv mitgekriegt hat. Also ich zumindest nicht. Und ich persönlich bin halt jemand, der sich da gerne mit auseinandersetzt und ich finde es wirklich großartig. Cutie Honey ist ein Action-Comedy-Edgy-Science-Fiction-Shonen,
Also auch wieder eine bunte Mischung. Ein bisschen ähnlich wie bei Aika tatsächlich, wenn man es so sieht, außer das Shonen. Und ja, Shonen würde ich hier und da ein bisschen in Frage stellen. Also in der heutigen Zeit, ich weiß nicht ganz, ob es ein Seinen wäre. Dazu ist es vielleicht ein bisschen zu klamaukig, was die sexuelle Darstellung angeht. Aber trotzdem, doch, es gab schon hier und da, also ich rede jetzt speziell nur die Leute an, die es kennen. Aber es gab schon da schon zwei Humorkapitel, sage ich mal, die waren schon nicht ohne. Da würde ich einfach mal behaupten, dass es nicht ganz so in die Genre-Richtung mittlerweile gehören würde. Und zwar ist es Kapitel 21 mit dem, ja, mit dem Hämorrhoiden-Detektiv. What the fuck? Und ein paar Kapitel davor die Geschichte mit der Statue. Ja, also die Geschichte mit der Statue fand ich noch amüsant, habe ich noch mitgenommen. Der Hämorrhoidendetektiv, das war mir eine Spur zu bleh. Also das war schon Humor, der mir irgendwie an die Nieren gegangen ist, also vom Fremdekeln oder wie auch immer man das bezeichnen soll. Das war sehr ekelhaft und ich weiß, dass der Humor, der ist sehr fragwürdig, also nicht jedermanns Sache. Hier und da musste ich schmunzeln und hier und da fand ich es aber auch ziemlich eklig. Also man muss es ausprobieren und gucken, ob es für einen passt. Ich bin da eigentlich nicht so wählerisch, sage ich mal. Und ich habe es auch akzeptiert, dass mir vielleicht jetzt einfach nicht alles von Go Nagai humortechnisch gefällt. Aber ich habe auch schon mal in so einen Short-Manga reingeguckt von ihm, so ein Mini-Devil-Lady-Spin-Off oder sowas. Und das war auch, also vom sexuellen Humor teilweise wirklich ekelhaft. Also, ich weiß nicht so ganz, was er sich dabei gedacht hat. Das war aber, also er ist aber auch für so What the Fuck-Momente einfach bekannt. Devilman ist, glaube ich, für den What the Fuck-Moment in seiner ganzen Karriere bekannt. Also von daher, ja, lassen wir es einfach mal so stehen. In Cutie Honey dreht es sich um einen, ja, Professor. Doktor irgendwas, der an einem Android oder einem Cyborg, muss ich gerade nochmal gucken, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, genau, es ist Android was, genau. Und sie wurde von Dr. Kisaragi, ihrem Anführungsstrichen Vater, kreiert, um eine Besonderheit, die er entwickelt hat, ein sogenanntes, oh Gott, Elemental, ich kann den Namen nicht aussprechen, der ist selbst auf Englisch kompliziert, aber ich sag's mal so, das ist eine Funktion, eine Fähigkeit, was weiß ich, eine Nanomaschine, die irgendwie in ihr drin steckt oder sowas. Er hat sie auf jeden Fall quasi, sie ist ein Kampfroboter, oder ein Kampfandroid, ein super starker, oder was heißt super stark? So stark wie vier Männer, also relativ überschaubare Stärke, sage ich mal. Aber eigentlich einfach so ein bisschen Science-Fiction auf einem realistischen Grad tatsächlich gehalten, was ich sehr interessant fand. Kreierter Super-Android, die in ihrem Innern einfach eine Funktion hat, die nennt sich Elemental Fixation Device oder sowas. Irgendwie im Original, also in dieser Übersetzung, wurde es noch ein bisschen anders da bezeichnet. Aber weiß der Geier nochmal, wie das Ding jetzt genau hieß? Wie das nochmal genau hieß? Ich müsste nochmal kurz hier reinblättern. Ah, dafür liebt ihr das doch hier, ne? Dass ihr ein bisschen warten dürft und so weiter. Wo sagt ihr das denn? Irgendjemand sagt es doch. Du hast... Genau, wo ist es denn? Irgend so ein komisches Device. Ich hab's gleich. The Airborne Element Solidifier. Ja, das ist, das soll man auswendig können, ne? The Airborne Element Solidifier. Ich weiß nicht, ob ich werde es wahrscheinlich gnadenlos falsch aussprechen, aber ist ja auch egal. Und darum dreht sich's, das ist ein Ding, das kann die Moleküle irgendwie verändern und so kann sie sich durch Knopfdruck in alles möglich verwandeln, was sie sich vorstellt. Aber es sind mehr,
Also sie kann da, durch diese Molekülveränderung kann sie sich schnell heilen, also Wunden schließen. Durch diese Molekülveränderung kann sie sich eine Ritterrüstung komplett anziehen, also von auf Knopfdruck von jetzt auf nachher. Sie kann sich irgendwie körperlich super anpassen und kann dann irgendwie mit so einem Rennfahrer-Outfit, sage ich mal, beherrscht sie sämtliche Mobilgeräte, also Autos, Boote, ist super schnell auf Fahrrädern, weißt du, Geier halt sowas in der Richtung, und halt auch andere Dinge noch. Und das ist quasi so eine Art, also wenn man es halt so sieht, so ein bisschen so Kamen Rider, Power Ranger, wie man es bei uns zulande eher halt kennt, diese ganzen sogenannten Sentai-Geschichten, wo halt jetzt in dem Fall nur ein Sentai-Krieger quasi existiert, der sich halt auf Knopfdruck verwandeln kann, hat dann irgendeinen Suit an, meistens eben ihre Power, ihre Kampfanzug quasi, mit der sie halt super stark ist, also wie gesagt, so stark wie vier Männer. Und also per se ist es eigentlich schon stark, ne? So vier Männer, je nachdem wie stark, also sie sind so stark wie ein Mann mal vier, das, damit könnte man schon ein Auto hochheben, so gesehen, ne? Also was sie ja dann durchaus auch kann. Und dabei hat sie bei diesem Fightings-Modus hat sie auch noch so ein Schwert dabei, was sie dann auch irgendwie, was dann irgendwie nochmal diese Ganze nochmal ein bisschen cooler macht, finde ich. Und auch gefährlicher, denn damit trennt sie den einen oder anderen Kopf oder stößt durch den einen oder anderen Brustkorb hindurch, inklusive Blut und allem drum und dran. Also für die damalige Zeit war das auch schon sehr gore-lastig, was heute vergleichsweise lächerlich ist. Aber wenn man überlegt, dass das noch ein Shonen, also unter der Kategorie Shonen gehört und im Shonen Champion damals lief, das hättest du bei uns vielleicht nicht so gesehen. Also mit dem Sex und dem abgetrennten Köpfe-Ding. Und von daher, es war schon interessante Zeit. So. Und da geht es halt in erster Linie darum, eine böse Organisation namens Panther Claws, die haben sich zur Aufgabe gemacht, eben diesen Dr. Kisaragi zu finden und dem seinen eben zu stehlen, weil sie die Weltherrschaft wollen, oder die Hauptanführerin, die so eine Art Schamanin ist, möchte die Weltherrschaft an sich reißen oder die Welt damit beeinflussen, was auch immer, zu ihren Gunsten. Und das ist quasi eine Gruppe, bestehend nur aus Amazon, kann man fast sagen, die eine abgefuckter als die nächste aussieht. Also was das Design dieser Gegner angeht, es ist einfach nur super merkwürdig. Also wirklich, wie soll ich sagen, da ist auch jetzt auch keine dabei, die jetzt so ein typisches Schönheitsideal hat, vielleicht bis auf diese Spinnendame, die noch so am normalsten aussieht, aber der Rest sind alles so ziemlich weirde, abgefuckte Designs, die aber super Spaß machen, weil sie einfach so bescheuert sind und over the top. Und es geht halt immer darum, die wollen halt an Honey ran, weil Honey dieses Ding in sich trägt und sie wollen sie halt so weit besiegen und dann das aus ihr rausnehmen und dann für sich nutzen. Das heißt, deswegen darf keiner sie komplett zerstören. Also sie mussten dann immer aufpassen, dass sie die nicht so direkt angreifen. Und das fand ich irgendwie einfach super unterhaltsam. Die Kämpfe waren kurz, knackig und meistens brutal und meistens doch recht schnell erledigt. Und aber auch mal hier und da kreativ und halt auch nicht so wirklich over the top, sondern gibt halt wirklich so Kampf- und Todesmomente, wo du sagst, ja, das macht tatsächlich Sinn. Das kann ich mir vorstellen, ne? So zum Beispiel die eine nutzt einen Flammenwerfer aus ihren Händen, aber sie ist ja gleichzeitig ein Roboter. Das heißt, wenn da jetzt der Baum brennt und ich kick dich da rein, dann reagiert das Feuer mit deinem Androidenkörper und es könnte eventuell explodieren. Oder zumindest du nimmst enormen Schaden daran, weil da was wahrscheinlich explodiert. Wenn es nicht sogar schon diese Feuer
Zündungsfunktion an sich ist, die dann da bumm macht. Und so Sachen, dann fand ich einfach richtig, es gab ein paar richtig coole, um es jetzt wirklich mal zu sagen, es gab wirklich richtig paar coole Todessequenzen. Die haben Spaß gemacht. Und Honey existiert so als normales Mädchen halt auch und wird in einer Mädchenschule untergebracht, wo es auch alles ziemlich merkwürdig ist und auch teilweise merkwürdiger Humor an der Tagesordnung ist. Aber das ist halt quasi so ihr alter Ego, oder beziehungsweise ihre zweite Version sozusagen. Und keiner darf natürlich erfahren, wer in Wahrheit Cutie Honey ist, logischerweise, weil sonst die Mädels von dieser Schule und auch ihre Bekannten und so weiter natürlich von dieser Pentaclaw Organisation wahrscheinlich ebenfalls getötet oder zumindest entführt wird. Und ja, wirklich so gegen Ende muss man sagen, da ist was passiert. Ich fand es jetzt nicht so super dramatisch, wie es jetzt ich hätte aufnehmen sollen, aber es war wirklich, da passierte etwas, das hat mich dann doch schockiert, weil das einfach so von jetzt auf nachher kam. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es auch sehr bodenständig ist, weil wenn sowas passiert, dann passiert das ohne große Dramatik und Inszenesetzerei, sondern dann passiert es einfach. Und das fand ich irgendwie erfrischend realistisch in einem abgefuckten, eigentlich übertriebenen Setting. Es ist ganz merkwürdig irgendwie, aber ich mochte das, dass es so eine Mischung hatte mit übernatürliche Science-Fiction, bla, und aber gleichzeitig mit einer normalen, bodenständigen Welt und einer herrlichen Parodie an die Polizei. Oder beziehungsweise vielleicht sogar auch Kritik an die Polizei. Schöne Sache eigentlich das. Hat sich wunderbar weggelesen, tatsächlich, wie ich finde. Und was kann ich noch dazu sagen? Das war's eigentlich. Ich hatte eine gute Zeit beim Lesen. Ich wurde sehr verstört, aber auch sehr gut unterhalten. Ich finde, man kann diesen Manga wirklich am Rutsch durchlesen und man will irgendwie, man sieht so auf der anderen Seite schon das nächste Kapitel und denkt sich, ach komm, das eine kriegst du, das gucken wir jetzt auch noch an. Okay, das ist eigentlich auch ganz geil. Dann gucke ich noch ein bisschen weiter. Oh, jetzt wird es aber gerade doch interessant. Dann gucke ich noch mal weiter. Also, es ist echt cool. Es ist gut gemacht, was diese Kapiteleinteilung angeht. Man will irgendwie alles weiterlesen und im Nu hat man den Manga durch. Kommen wir noch mal kommen wir allgemein zu den Zeichnungen. Halt oldschoolig wie Sau. Kann ich nicht anders sagen. Aber es gibt dann teilweise wirklich Bilder, wo ich. Also es gibt Stellen und Design- oder Zeichnungsentscheidungen, die sehen ganz schrob und merkwürdig aus und irgendwie nicht immer professionell. Vielleicht auch mit Absicht. Das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen Gonagais Stil einfach. Oder damals. Also, wenn man heute überlegt, wie perfekt teilweise heute Manga aussehen müssen, dass sie überhaupt ins Magazin kommen, so gesehen, ne? Da machen sich schon viele Mangaka ja auch teilweise wirklich verrückt. Wenn du mal überlegst, dass damals das einfach nicht so wichtig war, sondern es mehr vielleicht um Coolness ging und mehr um vielleicht auch noch Geschichte, Story so ein bisschen. Und da sieht man schon so ein bisschen das Alter und da muss man sich natürlich auch gewöhnen, ist ja immerhin eine Classic Collection, nicht umsonst. Aber wie ich finde, gibt es da teilweise wirkliche Seiten an Zeichnungen, die sehen so geil aus, gerade was er mit den Panthern teilweise macht, also wie er diese Panther in Szene setzt. Also zur Erklärung, diese ganzen Pentaclaw-Amazonen, die haben alle so ganz weird irgendwie welche Panther-Eigenschaften an sich, irgendwelche Klauen oder ein Fell oder sowas. Aber es gibt auch zum Beispiel die ganz große Anführerin, die hat halt einfach so einen halben Panther auf dem Kopf, wie so ein Hut. Da sieht man so das Panther, also den kompletten Panther-Oberkörper mit Händen, mit den zwei Vorderhänden. Es ist so weird, einfach sowas als Hut zu haben und der reagiert auch, also der guckt sich um und was weiß ich. Das ist so merkwürdig einfach, aber das ist so cool gezeichnet, dass ich es wieder irgendwie feier. Ist ein bisschen vielleicht komisch erklärt, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Gibt es Kritikpunkte?
irgendwie schon. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte irgendwie, ich habe, als ich schon gern gesehen habe, ah, Cutie Honey kommt raus. Bin auch gespannt, wie viele Bände es werden. Es sind ja tatsächlich nur zwei. Das wurde Ganze mit der TV-Serie, wurde das Ganze quasi begonnen. Das heißt also, im Grunde kann man fast sagen, der Manga ist so quasi so mit so der Pilot und der Anime ist aber so das, was man eigentlich dann noch zusätzlich angucken sollte, weil da die Geschichten noch weitergehen und der Manga endet quasi, damit ich es einfach mal gleich sagen kann, damit die Leute nicht so enttäuscht sind, endet mit einem recht offenen Ende, weil es noch keinen richtigen Abschluss gibt. Also es gibt, wird ein großer Bösewicht soweit besiegt, aber es ist nicht der Main-Antagonist, der besiegt wird. Und das ist so ein bisschen, was ich jetzt nicht allzu schlimm fand, weil es war mir ein bisschen auch egal, muss ich sagen. Darauf legte der Manga das jetzt nicht so sehr an. Der Anime wird dann halt wirklich das Ende erzählen. Und der Manga hat mir halt auch Bock gemacht, jetzt mal auch in den Anime reinzugucken. Und da habe ich auch Lust. Ich habe jetzt schon gesehen, dass es halt nachher im Nachhinein auch von anderen Mangaka noch alternative Versionen gibt, auch im Manga-Bereich. Das heißt Cutie Honey Agogo. Da bin ich mir aber unsicher, ob ich mir den Manga hole, weil ich weiß nicht, ob ich einfach die gleiche Story nochmal in, ich sag mal, hübsch, in anders, ob ich das unbedingt brauche, weil ich finde, gerade durch den Zeichenstil von Go Nagai und durch diese alte Herangehensweise, wie das Ganze vom Humor, von dem Ekelhaften und so weiter gemacht wurde, macht das Ganze dann doch irgendwie interessant. Und ich weiß nicht, ob das mit einer neuen Herangehensweise, ob das dem unbedingt so gut tut. Aber ja, genau, so viel mal dazu. Was hat mich gestört am Manga? Ist ein bisschen wie bei diesen Shoujo-Manga, wo einfach der Mangaka zwischendrin einfach mal irgendwas labert, irgend so von seiner, also das kommt mittendrin einfach. Aber da geht es weniger um den Manga, sondern mehr um die Charaktere, die fast schon irgendwie wie durch die vierte Wand irgendwie hindurch mit dem Leser auf einmal Kontakt aufnehmen und kurz sprechen. So gerade so zwei Panels oder sowas. Der eine Vater von dem einen Charakter, der später auftritt, von Seiji, der Reporter, der stellt sich einfach quasi mit dem Bruder von Seiji irgendwie vor, dem Leser so. Du musst jetzt quasi so mit mir leben, ich bin jetzt der Vater, nett eine Bekanntschaft zu machen oder sowas. Und du denkst so beim Lesen so, okay, mit wem redet er jetzt mit, warum? So war das ein bisschen. Und das fand ich ein bisschen, das hat mich ein bisschen aus dem Lesefluss rausgebracht. Aber dann habe ich bemerkt, okay, das ist einfach eine weitere Art von Humor, der da reinkommt. Also man soll einfach den Manga nicht wirklich ernst nehmen. Das ist in erster Linie ein sehr überzogener Comedy-Manga. Auch wenn er eine Geschichte hat, eine Basis. Aber man merkt halt auch gleich, dass auch diese ganzen Kill-Momente auch manchmal auch sehr mit einem zwinkernden Auge dargestellt werden. Und dann ist mir erstmal so richtig aufgefallen, wie der Manga eigentlich gedacht war. Ne? Er soll einen ansprechen, der soll sagen, oh, guck mal, geil, der hat den geköpft und wie sie den gekillt hat, ist ja cool. Und dann Cutie Honey ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Cutie Honey. Das ist ein sehr, sehr hübsches, süße oder eine hübsche, süße junge Frau, die dann auch im verwandelten Modus auch noch top aussieht. Teilweise ein bisschen merkwürdig langgezogen vom Design her. Also es sieht irgendwie aus, als hätte man ihr zu lang an den Beinen gezogen, wenn man sie so im kompletten Still sieht. Aber also heute würdest du nicht mehr sagen, boah, Sexbomb oder sowas. Auf keinen Fall. Aber süß genug und von den Reaktionen und so weiter auch weiblich genug. Aber sie, ja, so ähnlich halt wie bei Aika, was ich vielleicht davor, vielleicht auch danach irgendwann bespreche. Aber gleichzeitig, also halt noch weiblich genug, aber gleichzeitig halt einfach badass auch. Also richtig, sie kann reinhauen, sie kann töten, sie kann Rache nehmen und das hat mir irgendwie gefallen, so dieses mir gefällt dieses Zwischenspiel allgemein. Ich mag das nicht, wenn man versucht quasi
eine weibliche Figur auf einen männlichen, auf eine männliche Rolle quasi draufdrückt. Das finde ich irgendwie immer irgendwie unnötig so. Ich meine, klar, da gibt es bestimmt auch Fans davon, aber persönlich, ich mag das einfach, wenn, keine Ahnung, da einfach noch so ein bisschen ganz normaler Fremdscham, also oder ja auch wirklich Fremd oder Scham einfach dabei ist, dass die sich jetzt einfach nicht permanent nackt zeigen möchte und so weiter. Das ist dann sowas, das finde ich einfach gut irgendwie. Das mag ich irgendwie einfach, weil das macht es auch ein bisschen menschlich irgendwie, weil wer will das denn schon? Ich meine, wäre ich genauso. Ich würde es auch nicht unbedingt toll finden, wenn ich aus dem Bad rauskomme und dann kommt auf einmal mir jemand entgegen, den ich vielleicht gar nicht kenne, oder ich werde die ganze Zeit belästigt, weil die Leute meine Privatsphäre nicht. Da gibt es so eine Szene, da will sie eigentlich baden und der Vater und der Sohnemann sind so ein bisschen so lustmäuschmäßig drauf und kommen ständig rein und meinen, hey, soll ich den Rücken waschen? Und sie so, nein, lass es, das finde ich nicht gut. Oder der eine dann so, und ist das Badwasser warm? Und sie will gerade aus dem Bad raus eigentlich die ganze Zeit und nein, und jetzt geh bitte wieder, mach die Tür zu, und ich mach ständig die Tür auf und fragen sie was. Also wirklich halt Belästigung. Und in dem Moment kommt er dann, der Seiji, durchs fucking Fenster ins Bad rein und meint, ey, Honey, ich habe neue, super tolle neue Nachrichten. Und dann werden einfach alle dreimal ordentlich zurecht, zu absolut zurecht, wunderschön rund gemacht und vermöbelt. Und das sind dann so Momente, die ich halt cool finde. So, ne? Sie ist zwar ein süßes Mädchen und so, aber gleichzeitig, wenn ihr was nicht passt, haut sie auch einfach mal zu. Und das finde ich irgendwie cool. Sowas, ach ja, so Heldinnen mag ich einfach. Und halt fürs Auge ist halt auch was dabei. Wobei, wie gesagt, heute würde viel mehr daraus gemacht werden. Also das ist schon ein Schönheitsideal im Manga-Bereich, der sehr veraltet ist. Aber trotzdem eine hübsche und hübsch anzusehen. In diesem Sinne habe ich, glaube ich, soweit alles über Cutie Honey gesagt. Ich kann den Manga auf jeden Fall empfehlen für Leute, die sich einfach mal mit alten Manga und Herkunft von Edgy beschäftigen wollen. Finde ich, sollte dann jeder in der Sammlung haben. Wie gesagt, es gibt sehr verstörende Momente da drin. Wirklich verstörende. Auch dieses Manns-Vibe, wenn ich es jetzt mal, also, das war auch schon sehr eklig anzugucken, aber das ist ja bewusst so, er macht es ja bewusst. Es ist ja nicht so, man merkt halt auch schon so ein bisschen den Humor mit dem ganzen Zaunpfahl. In your face. Muss man mögen, wie gesagt. Ich mochte es nicht komplett, aber es gab Momente, die haben mir einfach so gut gefallen, dass ich sage, der Manga bleibt auf jeden Fall definitiv in der Sammlung enthalten. Und ich, wie gesagt, der Manga hat mir halt Spaß gemacht und in dem Sinne auch dazu motiviert, irgendwann mal in Zukunft auch in den Anime mal reinzugucken, weil ich irgendwie dann doch irgendwie Bock habe zu wissen, wie es ausgeht, so, ne? Auch wenn es wahrscheinlich jetzt nichts Weltbewegendes wird, das Ende, aber ich will es trotzdem sehen. Ich will sehen, wie die Schamanin platt macht. Beziehungsweise, da gibt es vielleicht noch ein paar neue, neben Pentaclaw, vielleicht noch neue Bösewichte. Und da ich das Design so abgefuckt finde von den Bösewichten, freue ich mich da einfach irgendwie jetzt schon drauf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Manga. Sehr, sehr empfehlenswert, wie gesagt, für Leute, die sich an altem Zeichenstil nicht so stören. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga, noch einen schönen, eine schöne Zeit mit der Edgy Week, sollte sie nicht schon vorbei sein, je nachdem, wann ich das Ganze hier ausstrahle, weiß selber noch nicht genau, wie ich das in der Edgy Week dann mache, genau von der Reihenfolge her, aber ihr werdet es dann sehen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin der René von der Maison Manga und ich sage wieder einmal Ciao.